Das ist mein Hippie-Top. Hattest du Hippie-Zeiten früher? Ja, klar. In den 60er Jahren, hör mal, wer kein Hemd wollte, nicht das nicht machen. Ich wäre dann die Reizdarmdame gewesen. Wir werden jetzt noch mal kurz nach draußen gehen und ein paar Beauty-Aufnahmen von dir machen. Ne? Einfach quasi so, wo du einfach schön in die Kamera guckst und Ja. dann zeigst du uns ein bisschen Haut und Ja, das kann dann ich, wird's ja. ganz sexuell. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Facebook-Community. Was für Facebook? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTube-Community. Ja, es ist echt ein kleines Weilchen her. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich mich jetzt so lange nicht gemeldet habe. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich tatsächlich so ein bisschen ausgebrannt bin. Die letzten Wochen war super, super viel los. Klar, es geht allen so, ist für alle so ein bisschen hart mit der ganzen Corona-Sache und so weiter. Aber es war so, so viel los. Dazu kam dann quasi noch der ganze Heckmeck hier mit dem YouTube-Kanal. Wenn ihr euch die letzten Videos auf dem Kanal anschaut, da werdet ihr relativ schnell erkennen und sehen. Das sind teilweise Videos mit sehr, sehr viel Aufwand. Da habe ich an den Videos, an diesen Making-of-Videos und an den Vlogs teilweise dreimal so lange gesessen wie an den eigentlichen Aufträgen, über die die Vlogs quasi einfach nur waren. Deswegen war es auch irgendwo klar, dass ich natürlich den Standard, den Qualitätsstandard nicht jetzt aufrechterhalten kann. Aber was ich machen kann, ist, ich habe sehr viele Showreel-Kunden. Showreel-Kunden sind Schauspieler, die zu mir kommen und für die ich dann kleine Skripte schreibe, Konzepte verfasse, coole actionlastige Szenen, blutige Szenen, Horrorszenen, Comedy-Szenen und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, die mache ich relativ häufig. Und ich merke gerade, Alter, ist das schwer mit dem Arm. Holy shit, ich muss mir mal eine andere Kamera für diese Selfie-Geschichte kaufen. Das sind halt Sachen, die ich sehr häufig drehe. Und heute geht es tatsächlich um ein About Me. Ein About Me ist keine Showreel-Szene, die ich schreibe. Es geht quasi um kein Konzept, wo wir quasi mit Spielpartner zusammen etwas drehen, sondern es geht um ein Vorstellungsvideo, bei dem die Schauspieler sich persönlich vorstellen. Das ist so ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte, wenn man sich vielleicht irgendwo bewerben möchte. Wir haben heute die Angelina Delano hier, die bezaubernde Angelina, mit der haben wir schon tolle Szenen gedreht. Kurz einschneidender Cut. Folgende Änderung: das ganze Video, das ihr jetzt bis jetzt gesehen hattet, war für einen Dreh mit der Angelina Delano geplant gewesen. An dem Tag habe ich aber leider nicht genug Aufnahmen gemacht, die verwertbar waren für ein gescheites About Me. Deswegen werde ich es About Me heute machen. Das Lustige ist, dass die Person, die heute hier ist, exakt dasselbe bucht wie Angelina. Auf jeden Fall kommt gleich die wunderbare Trish, die habt ihr in einem Pflanzenwerbespot gesehen. Das ist diese mega abgefahrene Oma. Und mit der werden wir jetzt heute, ja, wie gesagt, zwei About Me drehen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Und ja, gleich geht's direkt weiter. Vielleicht, wo ist meine Freundin? Da hinten, vielleicht dreht meine Freundin so ein paar Aufnahmen vom Dreh oder ich mach's halt einfach selber. So, los geht's. Wir haben hier gerade im Studio ein Feuer gehabt, das hat angefangen zu brennen. Und in dem Moment kommt natürlich die liebe Trish vorbei. Hello there. Today we have the beautiful Trish here again. Dasselbe Outfit wie bei dem Fay-Werbespot, wie ich Ja, sehen ne, ich kann. liebe diese Angetan. Ja, passt auch super gut. Also ich habe hier diese grünen. Ach, das ist sogar dieselbe grüne Couch wie bei dem Ja, siehst Fay-Werbespot. Dann zeig doch mal, also erstmal, was machen wir heute hier? Wir machen jetzt eine About Me auf Englisch und auf Deutsch. English and German, because that's what I am, you know. I'm so ein Mischling, ja. Yeah. Und dann zeig doch mal kurz, was du bei dir im Koffer hast. Lass uns da noch mal Was kurz ich da habe? hingehen. Ich habe im Koffer habe ich Verrücktes und ich habe vor alter Oma. Und ich habe sogar Queen Elizabeth. Bin ich gespannt. So. So, erstmal. Aber Teil, ich liebe dies, das von Daisy Gual, ich liebe das Teil. Und das da, die Farbe ist so schön, die steht mir so gut. Und dann weiß, ein langweiliges, und das ist auch ein bisschen verrückt, schau mal, Jungs. Ja, so ein Batikmuster so, ne? Das ist mein Hippie-Top. Hattest du Hippie-Zeiten früher? Ja, klar. In den 60er Jahren, hör mal, wer kein Hippie. Ich weiß jetzt schon, weil ich mit der Trish schon so fucking viel gemacht habe. Sie ist gerade durch die Tür rein. Das ist nochmal auch ein großer Faktor. Bei diesen About Me-Videos, bei diesen Vorstellungsvideos. Hier arbeite ich mit Schauspielern, mit denen ich noch
die mich gerade erst kennenlernen. Schauspieler kommen zu mir und wollen quasi, sind vielleicht noch in einigen Fällen am Anfang ihrer Karriere. Das heißt, ist auch etwas, sind etwas aufgeregt und so weiter. Dann biete ich erstmal einen Kaffee an, man setzt sich hin und quatscht eine Stunde. Und im Grunde sind viele dieser Drehs so ein bisschen so eine Mischung aus Videodreh und gleichzeitig Therapiesession, weil man muss den Leuten ja so ein bisschen die Angst nehmen, man muss so ein bisschen Vertrautheit erzeugen. Und manchmal gehen wir sogar raus und gehen draußen auch einfach mal eine Runde spazieren, damit es halt einfach so ein bisschen vertrauter wird. Bei Trish, die ist vor 5 Minuten reingekommen in eine halb brennende Bude, setzt sich jetzt hier einfach auf die Couch und wird wahrscheinlich nicht mal was anderes anziehen. Und ich weiß jetzt schon, dass wir gleich die Kamera anschmeißen werden und es wird sofort losgehen und es wird sofort geil. Which one do you want to start with? English or German? Wie du möchtest. Ist mir egal. English. Hi, I'm Trish Osmond, 76 years old. I've lived in or near Mönchengladbach for the last 30 years. But I was born in England on the beautiful little Isle of Wight. I started acting when I was 2.5 years old. I had a speaking role in a children's play my mother had written, and I played a teddy bear. And I had to say, my name is Tuppence. What I love about acting is I can look inside myself and find completely different characters. Some of them maybe I don't like, maybe I just someone I do like. But what I really love is to stand on the stage 1,500 people, all waiting for me to say my next word. That is power. Die Gelegenheit nutzen wir und ich zeige ihr direkt auch einmal einen Werbespot, den ich neulich gedreht habe, mit ihr. Und sie hat das fertige Produkt noch gar nicht gesehen. So, liebe Trish. Ich habe keine Pflanzen bekommen, ich war sehr enttäuscht. Ich kann dir eine geben, alles gut. Du hast sie so viel gegangen. Hallo. Hi. I'm so happy that you're here, actually. Yeah. It's so cool. Trish hat uns gerade erzählt, dass sie hätte tatsächlich beinahe einen recht großen Auftrag, einen Kunden gehabt, bei dem sie jetzt doch nicht genommen wurde. Da dürfen wir nicht ins Detail gehen, aber sie hat gestern eine Anfrage abgelehnt. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was für ein Projekt, wer wollte dich buchen? Ich wollte nicht das nicht machen. Das wäre dann, ich wäre dann die Reizdarm-Dame gewesen. Die, ne, Dame. Ich hatte keine Lust im Fernsehen als Reizdarm-Patientin zu sein. Du bist vor ungefähr 5 Minuten hier durch die Tür gekommen. Und wir sind fertig. Wie kann das sein? Wir werden jetzt nochmal kurz nach draußen gehen und ein paar Beauty-Aufnahmen von dir machen. Ne? Mhm. Einfach quasi so, wo du einfach schön in die Kamera guckst und dann zeigst du uns ein bisschen Haut und dann wird's ganz sexuell. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hiermit das Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr irgendwas Nettes zu der Trish sagen wollt oder irgendwas Nettes auch zu mir sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt noch.